Willkommen zurück zu einem neuen Part von Wild Arms. Wir befinden uns vor Adelheid und machen uns jetzt auf den Weg zum Rosetta-Dorf, um zu schauen, ob Mariel Juruti mit irgendwelchen Kräutern helfen kann. Da sind wir dann auch schon. Was? Wie? Rudi, seine Waffe! Was ist los? Jack und Cecilia erzählen Mariel bis zu dieser Stelle in ihrem Abenteuer alles. Benutze die Kräuter, dann gehen die Schmerzen weg. Das ist der Vorteil des Leben in Metallkörpers, den du hast, Rudi. Leben in Metall? Was weißt du, Mariel? Es ist eine tausendjährige Sünde. Das Metall, das ein Bewusstsein hat. Wie du weißt, sind die Körper der Dämonen Maschinen. Die Elfs und die Menschen wagten, ihr Reich zu betreten und Gott zu spielen. Wenn das eine kleine Wunde ist, kann ich sie mit Kräutern heilen. Doch verlorene Waffen ersetzen? Nirgends in Filgaia lässt sich das Leben in Metall wiederherstellen. Wenn wir vielleicht vor 1000 Jahren gelebt hätten, dann hätte die Waffe von Rudi vielleicht... Vor 1000 Jahren in Filgaia? Wie kannst du... Gehen wir zum Tempel im Waldhügel. Tief in jenem Wald haben die Elfs... Wir haben ein Geschenk zurückgelassen. Okay. Hallo, ist aber schon unser Schiff. Ich weiß gar nicht, ob ich da jemals geparkt habe. Die Elfs verließen Filgaia, nachdem der Krieg mit den Dämonen zu Ende war. Wir Elfs leben normalerweise im Wald. Nach dem Krieg eignete sich das Land nicht mehr für uns. So schufen wir dieses Reich, die Elfdimension. Wir brauchten unsere letzten Kräfte, um dieses Land in eine andere Dimension zu bringen. Wir schlossen die Tore, und dies wurde unser neues Zuhause. Dort kannst du das Filgaia von vor 1000 Jahren sehen. Und hier ist das Tor, das die Welt der Elfen mit Filgaia verbindet. Wir kriegen es nicht auf, nicht mal mit einer Kanone. Vielleicht ist das Tor kaputt, da es 1000 Jahre unbenutzt war. Das wäre schlecht für Rudi. Dieses Tor wird durch Herz und Lebenskraft der Elf gespeist. Die Elfs leben in Banden. Wir knüpfen Bande mit der Zeit, um ewig zu leben. Wir knüpfen Bande mit dem Land, um die Natur zu genießen. Wir geben gerne alles auf, um Bande mit jenen zu knüpfen, an die wir glauben. Rudi hat mir in diesem Wald das Leben gerettet. Nun will ich mich erkenntlich zeigen. Bitte, verlasse den Hügel nicht. Was ihm kann... Die Elfdimension ist eine Kopie des Filgaia von vor 1000 Jahren. Hey Mariel, Mariel, sie blutet stark. Wir müssen sie jetzt behandeln. Schön ist es hier. Hui. Die Menschen haben das Tor aktiviert und sie sind hier? Wir sind hier, um dich um Hilfe zu bitten. Wir wollten mit euch törichten Menschen nichts zu tun haben. Bitte geht weg. Wir haben Verwundete bei uns. Nur ihr könnt sie heilen.
Eine der Verwundeten ist ein Elfmädchen. Bitte, lass uns herein. Sie ist die Tochter eines Verbrechers. Wir haben keinen Grund, ihr zu helfen. Geht, geht zurück in eure sterbende Welt. Wartet, wir können nicht riskieren, dass andere Menschen das Tor finden. Wir nehmen euch mit ins Dorf. Meister Fulcanelli wird über euer Schicksal entscheiden. Hilf uns bitte, Rudi. Was zur Hölle hast du getan? Folgt mir, Fremde aus der sterbenden Welt. Ihr wollt also mit unseren Kräften den linken Arm dieses jungen Mannes heilen? Rudi ist sehr wichtig für unser Team. Wir versuchen, die Welt zu retten. Der Kampf mit den Dämonen hat wieder begonnen. Vertraut ihr uns? Uns, die wie den Dämonen ähnlicher sind als den Menschen? Wir müssen. Rudi ist zu wichtig. Die ganze Welt braucht ihn. Vor 1000 Jahren schufen wir diese Maschine, um die Dämonen zu bekämpfen. Die Golems sind die absolute Macht. Ohne Herz kann gut oder schlecht sein. Die Elfs und der menschliche Magier tauchten in das Reich des Unterbewussten und brachten eine neue Technologie hervor. Die Technologie basierte auf den eingefangenen Dämonen. Wir nahmen lebendes Metall und passten es an die menschliche Physiologie an. Ein künstliches Biometall entstand. Es wurde das Steinkreuzprojekt genannt. Künstliches Leben, das unter allen Bedingungen überleben kann. Dieses Steinkreuz ist die ultimative Verbesserung vieler Arten von Waffen. Es synchronisiert verschiedene Waffen und verstärkt so die psychische Macht der Waffe. Aber den Steinkreuzen gefiel das Töten so sehr, dass sie praktisch zu Tötungsmaschinen wurden. War es das Blut der Dämonen oder die menschliche Lust am Konflikt? Keiner weiß das genau. Die eingesetzten Steinkreuze wurden zerstört. Eines gibt es jedoch noch. Ein experimentelles Modell war tief vergraben worden. Rudi ist keine Tötungsmaschine. Er hat ein besseres Herz als alle, die ich kenne. Die Zeit, die er Mensch war, gab ihm ein reines Herz. Willst du darauf hinaus? Rudi reiste oft mit einem alten Mann namens Zepet. Zepet hatte ein gütiges Herz, und er war es, der Rudi daran hinderte, zur Waffe zu werden. Er hielt Rudis Herz rein. Du sagst, dieser Mann setzte nach 1000 Jahren die experimentelle Maschine frei? Aber es ist zu spät. Wir haben die Technologie nicht mehr, Metall Leben zu geben. Jene Kräfte haben wir vor langer Zeit verloren. Dann ist Rudi... Wir können gar nichts tun. Das Schwert des Wächters. Mariel, du musst dich ausruhen. Das Schwert des Wächters führt ein Eigenleben. Ich wette, seine Macht kann... Geh zu Bruder Fassim und setz das Schwert des Wächters gegen gegen Rudi ein, Herrgott. Meine Güte, was sagst du da? Das Schwert des Wächters? Es geriet außer Kontrolle und verschwand. Aber vorher nahm es noch die Hälfte von Filgaia mit sich. Du kennst den Sandozean, der bei Rosetta beginnt und sich durch das ganze Land zieht? Das war das Ergebnis des ungelernten und raffinierten Wächterschwerts von Fassim. Mariel blieb dort, um für die Sünden ihres Bruders zu büßen. Er ist dabei, den Sandozean wieder zurückzuverwandeln. Wir dürfen den gleichen Fehler nicht noch einmal machen. Wenn wir nichts tun, so ist Filgaia bald ein... Nichts. Laufen wir jetzt davon, so werden wir den Rest unseres Lebens als Schwächlinge leben. Ich möchte nicht die Verbindung zu denen verlieren, die mich lehrten, stark zu sein. Wassim lebt im Südwesten des Waldes. Dort kann er leben, ohne uns ausgesetzt zu sein. Er ist der Einzige, der die Waffe reparieren könnte. Falls nicht... wird sie uns alle vernichten.
Bitte nehmt mich mit. Ich will etwas von dem weitergeben, was ich bei ihm gelernt habe. Du willst immer noch das Wächterschwert schmieden? Dazu ist ein Wunder nötig. Wir haben so viel von unserem damaligen Wissen verloren. Das böse Schwert. Wunder haben nur dann Wert, wenn du es selber schaffst. Das ist absolut richtig. Wunder geschehen nicht einfach, wenn es überhaupt möglich ist. Dann wohl durch einen Menschen. Der Wächter von Filgaia ist ein Mensch. Bitte wartet. Unsere Wünsche machen euch wieder gesund. Alles klar, ich würde sagen, wir quatschen noch mit den Leuten, die hier im Dorf rumlaufen. Und ja. Mal ein Eichhörnchen, mit dem können wir bestimmt auch quatschen. Im Wald gibt es Monster. Es ist sicherer, wenn wir in dem Dorf bleiben. Ist das ein Koala oder ein Faultier? Oder was ganz anderes? Kann ich nicht mit dir reden? Ich will mit dir reden. Nee. Na gut, dann nicht. Das ist Tajon, ein Elfstamm. Das ist kein Ort für Menschen. Der Wächter des Lebens ist immer noch im Waldgefängnis gefangen. Bleib hier. Reisende, kommt ihr von dem Ort, der in unseren Sagen Filgaia heißt? Ja. Ist da oben noch was? Ja, da läuft jemand rum. Schau dir nicht an, was du nicht magst. Tu nichts, was du nicht tun willst. So leben wir. Was meinst du? Hey, die sind ganz schön schnell, die Viecher. Der Wächter des Lebens ist im Waldgefängnis. Ich weiß allerdings nicht, warum. Es muss Schicksal sein, dass die alten Schätze von Filgaia endlich benutzt werden. Denke daran, Macht ohne Herz und Liebe ist schlecht. Das Waldgefängnis, ein Gefängnis für Monster, das die Elfs als Falle für die Monster gebaut haben, die in der Elfwelt eindrangen. Sie gehen hinein, aber sie kommen nicht mehr hinaus. Och, ich kann nicht mehr lesen, sorry Leute. Nicht alle Gefangenen sind Monster. Auch der Wächter des Lebens sitzt in der Falle. Fremde, ich bitte euch, den Wächter des Lebens zu befreien. Öffne mit diesem Schlüssel die Truhe, die den Wächter einschließt. Total gerne. Fremde, was wollt ihr in der Welt der Elfs? Macht, was wollt ihr mit Macht? Mit dem Teleportationsgerät kommt ihr in jede Gegend von Filgaia. Es kann aber vorkommen, dass ihr euch an einem unheimlichen Ort wiederfindet. Normalerweise arbeitet das Gerät aber einwandfrei. Wenn ihr aber mehr Schub gebt, dann erhöht sich euer Risiko. Das ist ein Hinweis auf einen geheimen Dungeon, den ich euch ganz am Ende zeigen möchte. Das ist etwas Neues. Die Menschen besuchen unser Dorf. Das Dorf ist irgendwie riesig. Der unheimlichste Ort der Welt ist der Abgrund. Dort sind alle Monster. Ich fürchte mich so vor diesem Ort. Ich weiß noch nicht mal, wo er liegt. Luft und Wasser an diesem Ort sind noch genauso wie vor 1000 Jahren. Sollten sich Dinge im Laufe einer so langen Zeit nicht verändern? Man könnte sagen, dass es in der Welt der Elfs keine Monster gibt. Wir halten sie an einem fernen Ort im Südwesten unter Verschluss. Ist hier oben noch irgendwas? Nee. Ah, da steht jemand am Feld. Vassim hat Filgaia in Ödland verwandelt. Der Sünder musste im Land jenseits des Waldes eingesperrt werden. Okay. Kann ich das zertrampeln? Ja. So, hier sind wir wieder an Emikos Haus, glaube ich. Dann gucken wir uns jetzt mal den Rest an. Ah, hier ist der Ausgang. Gibt's hier links noch irgendwas? Ein Eichhörnchen. Darf ich euch berühren? Ich habe noch nie etwas anderes als Elfs gesehen. Da ist nichts. Ich
glaube, das war's auch schon in diesem Dorf. Ich möchte noch einmal gucken, ob auf der anderen Seite der Brücke südlich noch irgendwas ist, ob ich da was vergessen habe. Und wenn nicht... Ja, das war's hier. Alles klar. Ich würde sagen, ich beende den Part dann für heute, durchsuche offscreen einmal die Stadt und sage euch dann am Anfang der nächsten Folge, was ich gefunden habe. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!